Willkommen zu einem neuen Part. Vielen Dank, du netter Papagei. Er spricht mir aus der Seele. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute spielen wir mal wieder ein bisschen. Die letzten zwei Tage sah ja eher mau aus mit Mario Maker. Aber das macht ja eigentlich nichts. Es kam dafür Smash, Splatoon und ja. So, da waren anscheinend ein paar Leute fleißig. Piranha Cave. Wir hatten das jetzt gespielt. Neun Leute haben es geschafft. Mal schauen. Niki aus Österreich. Du bist cool. So, oh, ganz cool. Eine Katze, oder? Ist Chefrum nicht nur ein Pokémon? Naja, ich weiß es nicht. David auch. So. Was? Mein neuestes Level hat immer noch keiner gespielt. Seit damals. Was für eine Frechheit. Naja. Level suchen. Heute spielen wir mal einfach so. Einfach mal ein gemütliches Ründchen. Ich hab's schon gesehen. Heute haben wir nicht Montag. Ich nehme das Ganze nur am Montag auf, damit es morgen am Dienstag, also heute, hochkommen kann. Verwirrend, oder? Ja, mir egal. Machen wir das mal. So. Impossible. Das schreibt man mit M. Ja, super. Ah. Ja, danke. Kann der das nicht hochwerfen, der Sack? Ah, da kommt... Ja, das muss man natürlich wissen. Aber wie soll ich mir den Helm aufziehen? Dann ist das Ganze kein Problem mehr. Hochwerfen kannst du... Ach. Ernsthaft? Okay, es gibt einen Pussy-Weg. Na dann... Wir wollen aber einen lustigen Weg gehen. Deshalb machen wir jetzt das hier. Das fände ich viel den cooleren Weg. Wow. Oh, Kacke. Lol, wie ich das überlebt habe. Nein. Da so eine Abkürzung gemacht hat, die auch ganz offensichtlich versteckt war, war das Level... viel zu leicht. Und kein Sternwert. Der Typ hätte die Abkürzung besser verstecken sollen. Also den... Und da oben sieht man es ja schon. Das ist da... Dass man da oben hoch kann. Offenbar. Die Goomba-Fabrik. Die spielen wir doch mal. So. Hier werden schon die ersten Goombas produziert. Ah! Boah, ich dachte, ich komme hier noch durch. Boah, hier sterben sie aber auch wie die Fliegen. Jetzt aber. Jetzt bekomme ich einen Pilz. Wie nett. So. Das finde ich auch ein nettes Level vom Design. Es ist jetzt nichts sonderlich Komplexes, aber sowas habe ich auch noch nicht oft gesehen. Einfach... wo Gegner produziert werden. So ein Level habe ich ja auch schon mal gemacht. Factory of the Death. Das war nun leider viel zu schwer. Na, was heißt leider? Ich habe es ja drauf ausgelegt. Bis heute hat es nur Daniel geschafft, glaube ich. Und ich natürlich. Jawohl, das Level finde ich ganz schön. Das allerdings nicht. Was meint ihr? Also... einfach mal eine kleine Fabrik, so ein Level für zwischendurch. Ist nichts sonderlich Anspruchsvolles, aber toll, trotzdem toll. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt auch noch zu klein Mario wurde. Ich glaube, das hat fast einen Stern verdient, oder? Machen wir mal. Ja, bald spielen wir dann das zweite ausstehende Level von Falke.
Ja, und dann. Ja, dann spielen wir das halt und dann. Ja, dann spielen wir das halt. Ich bin jetzt voll aus dem Konzept gekommen, aber wir machen jetzt das hier. Von Luca aus der Schweiz. Grüezi miteinander. Okay. Hoppla. Bam, 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 bam. Da oben ist so ein Rotzgeist. Rotznasengeist. So, welchen Weg nehmen? Nehmen wir den unteren, der ist schwieriger. Der ist schwieriger, der lohnt sich meistens mehr. Okay, da oben. Die Buhus sind aber auch sch ganz schön frech. Und jetzt. Oh. Okay, ein zweites Häuschen. Okay, er lacht uns aus. Dabei. Oh, die haben Flügel. Ich glaub's nicht. Da-da-dam-dam. Ja. Nein, die Flügel haben mich abgelenkt. Die Flügel. Ich glaub's nicht. Ach, schon wieder. Aber wir wissen jetzt, wie der Hase läuft hier. Hier kann uns eigentlich nicht viel passieren. Jetzt gehen wir einfach mal den oberen Weg. So, der geht dann doch ganz schön viel schneller. So ist doch kein Problem. Jeder macht mal Fehler. Müssen die sich einfach mal alle merken. So, das war toll. Tolle Leistung. Jetzt geht's hier weiter. Oh. Was ist da? Ein Häuschen oder Brunnen oder sowas? Also das Level gefällt mir auch sehr vom Design her. Geisterhäuser. Vorhalle oder Garten? Okay. Oh. Schimmelpilz. Dum 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 dum. Na, so viele News kann ich jetzt auch gar nicht verkünden, denn es gibt nicht so viele. Also eigentlich so gut wie gar nichts, mal bis jetzt. Am Freitag ist ja die Video Game Awards, ne, mal unteren Weg. Sind die Video Game Awards, ich glaube um 3 Uhr nachts oder so. Mal schauen, ob ich mir das live anschauen werde. Ihr wisst ja, 10 Weltpremieren werden kommen, also 10 Trailer zu irgendwas. Können neue Spiele sein, können aber auch Trailer zu alten Spielen sein, die schon angekündigt wurden. Also ihr wisst hoffentlich, wie ich meine. Und ja, halt nicht nur von Nintendo, sondern von allen Herstellern. Aber ich denke mal schon, dass Nintendo da auch das ein oder andere zeigen wird. Im letzten Jahr wurde ja das erste Gameplay zu Zelda gezeigt. Das sage ich jetzt auch schon zum 100. Mal. Ich weiß, ich wiederhole mich des Öfteren. So, den Kumpel hier aktivieren wir. Und bringt uns das was? Natürlich. Ja, sehr tolles Level. Was sagt ihr? Einfach mal ein kleines Labyrinth, Geisterhaus mit vielen Kammern. Moll? Ja, doch. Ja, stimmt auch, die Atmosphäre hat auch gepasst. So, dieses Japaner-Level da unten, das sieht jetzt auch ziemlich verrückt aus. Und das spielen wir jetzt. Bam, bam. Ist das so ein Automatik-Level? Nee. Das glaube ich nicht. Nein, das kann nicht sein. Dun, 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 der kann nicht drauf spinnen, oder? Ah, doch. Okay, gut zu wissen. Ich verwechsel das immer mit den ganzen Grafikstilen und alles.
Ich hoffe, das ist verständlich. So, wir brauchen einen Cooper Panzer und den finden wir hier. Wir haben ihn gefunden. Ganz cool, 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 cool. Nice. Jetzt mach mal weiter hier. Was soll denn das werden? Töte. Ach, scheiße. Ich dachte, ich habe den Block nicht mehr gesehen. Ich dachte, er geht schon durch und dann... Immer diese Ausreden. Wieso habe ich... Ich bin der größte Lappen, den es gibt. Wirklich der größte. Keine Experimente mehr. Auch nicht in der Unterhose. Nein, da wollen wir das nicht. Ich hab was vergessen. Das merke ich gerade jetzt. Oh, was mache ich denn? Nein, das wollen wir nicht. Wir haben keinen Pilz mehr. Wir sind klein, 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 klein. Das kann doch nicht sein. Ehrlich, wir kommen nicht mehr weiter. Stampfattacke geht nicht. Hier hoch können wir auch nicht. Und hier sind Münzen drin. Gut, Leute, dann haben wir es verkackt. Hoch kommen wir auch nicht mehr. Neustart muss her. Wo haben wir denn den Pilz übersehen? Ja, schon gut. Einfach mal ruhiger durch. Bin ich jetzt so rum? Ich weiß nicht, wo ist der Pilz? Erinnert mich dran, bitte. So, hier hatte ich ihn schon. Hier bin ich doch dann runtergejumpt. Hä? Wo hatte ich denn vorher den Pilz her? Wisst ihr das? Und hier war echt nichts drin. Ja, du natürlich. Stinkendes Monster. Hier, habe ich echt voll eine Stampfattacke gemacht? Oder habe ich nur den Cooper reingedonnert? Don, 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 don. Das schauen wir jetzt mal. Ah, da kann man dann auch runter. Runter zum Goomba, 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 Goomba. Das testen wir so. Also, es gibt mehrere Wege, wie es scheint. Das checken wir aus. Okay, okay. Okay. Gut. Ach, kacke, kacke, kack. Ah, was du... Ich bin der größte Dulli. Okay, 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 okay. Hier können wir dann anscheinend nicht mehr weitergehen. Deswegen nehmen wir jetzt endlich mal den regulären Weg. Scheiße, scheiße, was soll denn das sein? Das ist doch sowas von gemein, gemein. Nein, 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 nein. Schon wieder der gleiche Dreck. Das gibt es nicht. Was soll denn das schon? Oh, vergessen. Das ist gemein, das darf nicht sein. Glück, Glück gehabt. Dich nehmen wir mit, mein Freund. Du bist nützlich. Ups. Naja. Besser er als ich. Dam, dam. Ach, kacke. Scher dich weg. Du hässlicher Schreck. Jetzt brauchen wir aber so einen Kumpel. Aber jetzt schauen wir zuerst mal, was da ist. Ach, tack. Was kann man denn da so Tolles finden? Ja, das ist doch die Voraussetzung für hier. Was zum Teufel? Das gibt es doch nicht. Nein, 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 nein. So, Rückgang gesichert. Töte die Pflanze, du Panzer. Danke, das haben wir nicht gebraucht. Ich brauche einen neuen... Oh gut, hier ist er ja. Neu, bitte neu. Ja, komm raus! Okay. Dann brauche ich nicht so schreien. Ah, du Fettsack. Fett, fett, fett. Das ist nicht nett. Ich bin kein netter Mensch. Ich weiß es gut.
Aber ich habe nie gesagt, dass ich ein Mensch bin. Nein. Ach, Kacke. Was mach ich? Mach ich nur? Was soll ich nur tun? Ja, das bringt doch nichts. Ich komme hier nicht durch. Ja, geh weg. Den kann ich hier nicht mitnehmen. Ja, danke! Komm raus! Beeil dich! Gut, kein Stress. Nur kein Stress. Das brauchen wir nicht. Geh weg! Jetzt aber. Okay, guter Trick. Das machen wir. So. Wir gehen jetzt nicht aufs Klo. Wir machen das Level. Hoffentlich können wir das jetzt auch gebrauchen. Ja. Sonst wäre gar nichts mehr wunderbar. Ja, meine Gesangskünste sind immer wieder toll. Hier, das brauchen. Hier können wir nämlich nicht runter. Und ich glaube, das brauchen wir hier echt. Genau, da hat der Michi aber gut mitgedacht. Cooles Level, oder? Auch eine kleine Herausforderung, nicht wirklich schwer. Ich habe mich nur wieder, wie so oft, dumm angestellt, aber deswegen ist das Level ja nicht schlecht. Ja, da muss. Später kommt man drauf und hey, man braucht noch ein Trampolin. Dann geht man nochmal zurück, oder? Oder ja. Man merkt es halt gleich und nimmt das Ding halt sofort mit. Hold left and run. Moment, left? Okay, versuchen wir es mal. Das ist, glaube ich, so ein Automatik-Level, aber halt eins, wo man selber steuern muss. Mal auch schauen. Wow, tatsächlich. Bloß nicht die Nerven verlieren. Okay, so eine Art von Automatik-Level habe ich dann doch noch nie gesehen, wo man selber steuern muss. Na, okay, ich glaube, ich habe schon mal ein Mario Kart-Level gesehen, das so ähnlich funktioniert hat. Left, ja. Ja, heute ist schon der 1. Dezember, beziehungsweise für mich noch nicht, aber halt für euch. Ha! Geht schnell vorbei, oder? Nice. So, er stirbt natürlich wieder. Ah, nee, doch nicht. Ja, jetzt ist ruckzuck Weihnachten. Ruckzuck, ihr werdet sehen. So, ein Level machen wir noch und dann soll das auch schon für heute reichen. Das ist jetzt eigentlich nur mal was ganz Kurzes für zwischendurch. Einfach mal ein kleiner Part. Ja, und die Smash Bros. Parts, die machen mir echt Spaß. Wir spielen ja auch gemeinsam und ja, ist echt lustig. Also könnt ja mal reinschauen. Und Splatoon natürlich sowieso. Philipp hat ja jetzt auch einen Grabber und wir haben letztes Mal Splatoon gemeinsam aufgenommen. Das heißt, ihr könnt den Part aus meiner und aus seiner Sicht sehen. Cool, oder? Ja. Ah, nee, das sieht zu leicht aus. Unterwelt der Möglichkeiten. Von Stylesux. Aus Österreich. So. Da hat wohl jemand sein Handy nicht auf lautlos gestellt. Das ist blöd. Falls ihr es gehört habt, mein Handy hat gebim gemacht, genau. Das wird es gewesen sein. So, das sieht dann aber doch ganz aus, also interessant ist mein Wort dazu bisher. Vielleicht mache ich es auch falsch und man sollte diese Wolke gar nicht nehmen. Okay, das hätte es wahrscheinlich um einiges schwieriger gemacht. Aber selbst schuld, wenn er da ein Lucky 2 platziert. Kann ich doch nichts für. So. Mario Kart. Wir schließen das Ganze mit Mario Kart aus. Das machen wir doch noch eins. Donkey Kong 2003. DK. So.
das auch so ein Halte-Rechts-Level? Mal schauen. What the fuck? Das hat überhaupt nichts mit Mario Kart zu tun. Lol. Achterbahn normal. Hasse ich euch. Hasse ich euch. Jetzt da rein. Boah, unter Wasser. Oh, stimmt. Mario Kart 7 und 8. Ach so, wir können schwimmen. Entschuldigung, ich habe jetzt echt kurz gedacht, wir fahren hier im Kart und... Ach komm, vergiss es. Geht's hier weiter, oder? Ich bin hier im großen Blau. Ich nehme keinen Pilz. Das dürfte man, glaube ich, gar nicht. Sonst würde man nicht ins Ziel kommen. Na, komisches Level, was denkt ihr? Ja, diesmal war es aber wirklich alles. War schon das ein oder andere coole Level dabei, finde ich. Aber, naja, der Part war jetzt nichts Weltbewegendes, aber wie gesagt, einfach für zwischendurch Gesprächsthemen gab es auch eigentlich nichts Unbekanntes. War halt einfach für zwischendurch. Wie gesagt, ja, Schnauze jetzt hinten. Schaut gerne auch Smash Bros. Part, Splatoon Part und Mario Kart Parts an, wenn ihr Lust drauf habt. Sind eigentlich immer lustig und so. Ja, das war jetzt eigentlich alles, dass ich euch jetzt Oh, ich wollte ihm gar keinen Stern geben. Verdammt! Geht der wieder weg? Scheiße, ich bin jetzt mit dem Finger rangekommen. Den kann man gar nicht mehr wegtun. Pech, Pech, Pech. Naja, egal. Dann verschenke ich halt heute mal Sterne. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, wenn ihr drauf Lust habt natürlich, in einem anderen Video von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.